Sie sind geschockt und haben Angst. Hunderte Menschen haben in Pakistan gegen das Attentat auf ein 14-jähriges Mädchen protestiert, das Anfang dieser Woche von den Taliban schwer verletzt wurde. Die junge Friedensaktivistin Malala Yousafzai soll am Dienstag von Taliban in einem Schulbus überrascht und angeschossen worden sein. Zwischen 2007 und 2009, während der zweijährigen Gewaltherrschaft der Taliban im Swat-Tal, hatte sich das Mädchen für die Rechte von Frauen eingesetzt und auf der Seite der BBC über den schrecklichen Alltag unter den Extremisten gebloggt. Nach Angaben von Regierungssprechern sind die Täter zwar mittlerweile identifiziert worden, die Menschen auf der Straße beruhigt das jedoch nicht. Mit dem Attentat, offenbar eine späte Rache der Taliban, werden die Menschen in Pakistan auf drastische Weise wieder an die Gewaltbereitschaft der Extremisten erinnert. Wir verurteilen diejenigen scharf, die die Tochter unserer Nation töten wollten. Die pakistanische Regierung muss dafür sorgen, dass die Verantwortlichen verhaftet und zur Rechenschaft gezogen werden. Auch an ihrer ehemaligen Schule ruft das Attentat auf die junge Friedensaktivistin Bestürzung und Wut bei den Schülerinnen hervor. Terroristen, hört zu, Malala ist nicht die Einzige. Wenn ihr eine Malala umbringt, werden 10 andere an ihre Stelle treten. Nach Angaben von Ärzten ist der Gesundheitszustand des Mädchens mittlerweile stabil. Sie wurde zur Behandlung mit einem Militärhubschrauber nach Peshawar geflogen. Im Swat-Tal wollen Schulen am Freitag eine Schweigeminute einlegen, um Solidarität mit Malala Yousafzai zu bekunden und erneut gegen die Gewalt der Taliban zu protestieren.